Also wir haben endlich Planungssicherheit. Und das war bisher immer schwierig, weil wir immer am Ende des Jahres nicht wussten, wie sieht unser Budget aus. Wird die französische, die deutsche Seite es erhöhen oder nicht? Wir mussten unsere Sommerschulen einmal verkleinern. Das war sehr schade. Und jetzt können wir einfach in den nächsten 5 Jahren planen und Strategien entwickeln und sind nicht immer darauf angewiesen, nur um Geld zu kämpfen. Und außerdem haben wir eine Erhöhung der Mobilitätspauschale für unsere Studierenden, die sehr lange nicht mehr erhöht wurde. Und das freut uns besonders. Ja, wir werden auf jeden Fall auf dem Gebiet des Numerik sehr viel machen, der Digitalisierung. Wir haben jetzt auch eine extra Ausschreibung für Sommerschulen in dem Bereich. Wir werden die Akademie der L'Industrie du Futur unterstützen. Wir haben da auch große Sommerschulen geplant. Wir wollen natürlich da auch Studiengänge generieren. Auf dem Gebiet der Medizin haben wir ja keinen einzigen Studiengang. Da sind wir auch dabei. Es wurde eben schon erwähnt, dass es alle möglichen Projekte gibt.